Die Gerichte am Sievekingplatz um 1940. Hier herrscht ein Jurist, der das Gedankengut der Nazis voll verinnerlicht hat. Kurt Rothenberger. Justizchef, selbstverständlich. Das war die Bezeichnung, die er auch gerne benutzt hat, um deutlich zu machen, dass er hier das Zepter in der Hand hatte. Und das wollte er sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Rothenberger kommt aus bürgerlichen Verhältnissen. Geboren in Cuxhaven, macht er in der Hamburger Justiz Karriere. Beide Staatsexamina besteht er mit Prädikat. Seine Mitgliedschaft in der NSDAP hält er zunächst geheim. Als die Nazis regieren, wird er schnell Justizsenator, dann Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Das Justizpersonal tauscht er in Hamburg auf der Grundlage eines Gesetzes aus. Danach sollten vor allen Dingen die jüdischen Juristen, aber auch diejenigen, die sich besonders für die Demokratie engagiert hatten, linksliberale Sozialdemokraten, Kommunisten gab es so gut wie nicht im Justizdienst, die sollten entfernt werden. Und das drückte er mit großer Geschwindigkeit in Hamburg durch. Und dann wurden natürlich Stellen frei, die konnte er nur wieder mit Leuten besetzen, die genau seinem Zuschnitt entsprachen. Und das hat er getan. Wo einst Hakenkreuze hingen, geht es heute um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Die Rosenburg heißt die Ausstellung, die ab morgen im Oberlandesgericht am Sievekingplatz für Besucher geöffnet ist. Benannt nach dem früheren Sitz des Bundesjustizministeriums, der Rosenburg in Bonn. Viele ehemalige NS-Juristen arbeiteten später im Justizministerium weiter. Einer von ihnen, Eduard Dreher. Der hat zwischen 1940 und 1945 mitgeholfen an der Ermordung vieler Unschuldiger. Und er hat 1968 mitgewirkt an der Verjährung genau dieser nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Das Buch Für Führer, Volk und Vaterland beschäftigt sich mit der Hamburger NS-Justiz. Hamburg trägt sich immer so mit dem Selbstbewusstsein, eine liberale Stadt zu sein und nicht so tief verstrickt gewesen zu sein in der NS-Geschichte. Und das, was dieses Buch herausarbeitet, ist natürlich auch die Hamburger Justiz, war eben wie die Justiz andernorts in Deutschland tief verstrickt in die NS-Zeit. Es gab auch hier Säuberungen des Justizapparats, wo jüdische Richter entlassen worden sind. Zurück zu Kurt Rothenberger, dem selbsternannten Justizchef. Nach dem Krieg wird er zu 7 Jahren Haft verurteilt, nach dem Gefängnis wird er wieder aktiv. Er arbeitet in Hamburg als Repetitor. Heißt, er bringt Jurastudenten das nötige Wissen fürs Examen bei und bildet damit die späteren Elitejuristen aus.